So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke und ich muss so langsam mal meinen riesen Gefrierschrank hier leerräumen und die Sachen, die drin sind, raustun, dass ich den dann auf den Sperrmüll werfen kann. Genau so ist der Plan. Und da habe ich was gefunden, was ich schon lange gekauft habe, aber noch nie probiert habe. Das ist Dim Sum. Kennt ihr Dim Sum von 8 Panda? I love Asia. Wie heißt das eigentlich? Hier ist ein Panda drauf oder das ist hier, das ist ein I und das ist eine 8, also 8i. 8i Love Asia Panda. Panda 8i Love Asia. So heißt das bestimmt. 2 Portionen Dim Sum Teigtaschen mit gewürzter Gemüsefüllung mit Kimchi-Würzsoße nach asiatischer Art tiefgefroren. Das hat hier sogar eine Schärfe, ein Schärfe-Rating von 2 von 4. Kann man kochen, kann man dämpfen und ich werde das jetzt wohl versuchen, mal im Kochtopf warm zu machen. Also gefüllte Teigtaschen mit Gemüsefüllung, Kimchi-Würzsoße, asiatische Dumplings. Dumplings sagt man da, glaube ich, dazu. Kennt ihr Dumplings? Das sind Dumplings, die werden wir jetzt mal machen. 2 Portionen Dim Sum. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich es her habe und wie das überhaupt aussieht, aber ja, das gucken wir uns jetzt an. So, wenn wir die Tüte aufreißen und mal reingucken, hat sich da lauter Eis gebildet, aber wir haben hier dann diese kleinen Adischatz, wir haben diese kleinen Dumplings, sieht aus wie eine kleine Kugel Eis mit einer Rosette dran, das ist wunderbar. Die werden wir jetzt alle in den Kochtopf werfen und mal schauen, was das ist, wie das schmeckt und ob wir noch nachwürzen müssen. Also ich habe jetzt mal versucht zu lesen, was da hinten draufsteht, wie man das macht. Das hat mich so verwirrt, ja, Grüße an Genaya. Ich habe eigentlich hier Wasser drin gehabt, 1,5 Liter, wollte das aufkochen und dann, wenn es kocht, dann das Zeug reintun. Ich mache es jetzt aber anders, ich schmeiß die jetzt alle erstmal hier in den Topf. Und dann sage ich euch mal, was hier drauf steht. Die tiefgefrorenen Teigtaschen in 1,5 Liter kochendes, leicht gesalzenes Wasser geben. Ab und zu umrühren und den Topf mit einem Deckel schließen, bis das Wasser erneut kocht. Bei dem Satz bin ich schon raus. Ich dachte, wenn das kocht, gibst du das rein. Wieso hört es denn dann aber auf zu kochen? Es hört dann einfach auf zu kochen, weil es sich sagt, warte mal, wir müssen erst mal gucken, wer das ist. Okay, ab jetzt wird wieder weiter gekocht oder wie oder wo oder was. Deswegen mache ich mir jetzt einfach mit dem Wasserkocher das Wasser, knall das hier drauf und stell das dann, weil es ja dann nicht mehr kocht und dann abkühlt, aber im gekochten Wasser ist, hier drauf, bis es dann von alleine wieder kocht. Mann, ist das schlau, hä? Wenn das Wasser kocht, Deckel entfernen und die Hitze auf mittlere Stufe reduzieren. Sobald sich die Teigtaschen vom Boden lösen und anfangen zu schwimmen, circa 10 Minuten bis zur gewünschten Bissfestigkeit des Teiges weiter köcheln lassen. Vorsichtig mit einem Schaumlöffel aus dem Wasser nehmen und auf einem Teller mit etwas Sojasauce servieren. Also, ich habe die Hälfte eh schon wieder vergessen. Ich werde die noch mal ein bisschen rumschmeißen, dass sie hier ihr Eis verlieren. Da ist jetzt halt Eiswasser unten drin. Ich kipp gleich, wenn das hier fertig ist, das kochende Wasser hier drauf, schmeiß das hier hin, rühr es ein bisschen um, warte, bis es ein bisschen matschig wird und dann nehme ich es einfach raus und esse. Sojasauce habe ich auch nicht, aber wir haben immer noch unsere Flying Goose Sriracha Soße, Sriracha Soße mit Hemp, ja, also mit Kranf, mit Adischatz. Wie bist du jetzt da hochgekommen, hä? Wie bist du jetzt da hoch? Das werde ich auch vermissen übrigens, dass du immer auf dem Schrank sitzt beim Kochen, weil in der anderen Wohnung gibt es keine Schränke und da wird auch nicht gekocht. So, das Ding hat geknackt, das heißt, es ist fertig, wir können das hier raus tun, wir können das jetzt hier reinfüllen, das kochende Wasser auf die Dumplings, 1,5 Liter und ich sehe, das ist schon zu viel, weil die Dumplings nehmen ja auch noch Platz weg und ich stelle die jetzt trotzdem einfach hier rüber, mach mal diesen hier und sag, hallo Dumpling, oha. Das klingt aber gefährlich, aber egal, das muss so klingen. Jetzt ein bisschen rumrühren, ein bisschen hin und her, dann die Deckel drauf, reduzieren, aber erst wenn es ein bisschen anfängt zu blubbern. Momentan ist es auf der 5. Es bildet schon leichte Bläschen, also sehr interessant. Immer neue wilde Experimente. Adi, wie bist du jetzt da hochgekommen? Hast du den Platz gewechselt oder was? Trink nochmal einen Schluck mit deinem Röhrchen, die sind bald auch nicht mehr da. Adi ist schon ganz traurig, guck.
So, wir haben jetzt eine kleine Sauna gebastelt, aber keine Sorge, das restliche Wasser, was nicht in den Topf gepasst hat, habe ich jetzt einfach in meinen Messbecher geschüttet. Das waren nochmal fast 500 Milliliter und habe mir jetzt daraus einen Apfeltee gemacht, damit nicht das einfach weggeschüttet wird, sondern wir uns gleich noch einen Apfel-Limette-Tee aufgebrüht haben mit zwei Beutelchen. Für den Stream mache ich einmal 1 Liter mit 3 Beuteln. Hier haben wir jetzt die starke Variante. Ein halber Liter mit 2 Beutel. Da habe ich gleich Essen, Trinken in einem. So, mittlerweile glaube ich, dass der Topf, den ich genommen habe, einfach viel zu klein ist, weil da alles aufgeschäumt ist, jetzt alles oben schwimmen wollte. Jetzt ist einfach alles rausgekommen, fliegt daneben rum. Aber egal, ich habe eh bald keine Küche mehr. Da können wir sie nochmal richtig schön zusauen. Weil die schwimmen ja jetzt oben. Sieht man das? Die schwimmen jetzt oben. Das ist doch herrlich. Ich habe auch jetzt nochmal Salz reingemacht, das habe ich nämlich vorhin vergessen am Anfang. Normal soll das ja leicht gesalzenes Wasser sein, deswegen sieht auch jetzt da oben so salty aus. So, dann machen wir den Deckel wieder drauf und warten, bis das irgendwann mal fertig ist. So, das scheint jetzt hier einigermaßen fertig zu sein, glaube ich. Wir können es nochmal hier hochnehmen, da kommt der ganze Dampf raus. Dann sollen wir einen Schaumlöffel nehmen. Ich weiß nicht, was ein Schaumlöffel ist, also nehme ich einfach dieses Ding hier mit Löchern drin. Weil dann kann ich ja, wenn ich das nehme, es einfach hier rüberführen, ne? Und zart da drauflegen, sodass das Wasser abtropft. Oder für die Ramses-Variante nehmen wir uns einfach hier diesen Nudelsieb, legen den rüber, füllen das einfach einmal da rein, zack, dann ist das ganze Wasser auch weg. Ofen aus und dann haben wir es ja abgetropft hier, das ganze Zeug, und können es immer noch hier drauf schmeißen. Dazu braucht man noch keinen Schaumlöffel. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Da fliegt das ganze Gemüse, die ganze Gemüseinnereien fallen da raus. Das dampft immer noch, das ist weich, das ist total, das ist richtig wunderbar, Adi. Guck mal, Adi. Tja, wärst du ein Hund, würdest du das jetzt essen und nicht davor zurückschrecken. Jetzt warten wir, bis das ein bisschen abgekühlt ist. Ich guck mal, ob ich noch irgendeine Soße finde dazu, weil Sojasauce habe ich nicht. Aber ansonsten ziehen wir uns das gleich mal rein, wie das schmeckt. So sieht das Ganze aus, wenn man es jetzt mal hier hergestellt hat. Ich habe mir, wie gesagt, noch ein paar Soßen dazu geholt. Hier habt ihr die Dumplings, Dim Sum, da ist die Tüte nochmal davon. Hier sind die Soßen für die Dumplings. Ich muss mir das jetzt aber hier herstellen. So, stell mir das jetzt also hier her. Ich bin mir immer unschlüssig, was ich für ein Thumbnail nehmen soll, von dem Teller an sich oder der Teller mit mir oder der Teller mit mir und der Tüte. Dumplings. Da drüben muss das ja hin, da drüben muss noch Ramses Kitchen rein. So, da haben wir Dumplings fürs Thumbnail. Die sind wahrscheinlich schon sowieso viel zu lange drin gewesen. Die sind nämlich Matsch. Und Matsch sieht immer komisch aus. Wir nehmen uns aber einfach mal hier diesen fetten Matschbrocken, der hier am Rand liegt. Probieren den jetzt einmal so. Dieses Teig-Täschlein. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, das ist so ein dünner Nudelteig. Wie bei Ravioli oder so, sieht so aus. Aber das ist wirklich brutal teigig. Mehr Teig als erwartet. Hat in dem Moment gerade einen Geschmack wie eine Erbsensuppe, Linsensuppe, Bohneneintopf, irgendwas in die Richtung. Erbsen, Bohnen, Linsen. In so eine Richtung geht das gerade. Und es ist auf jeden Fall spicy. Du merkst schon bei dem ersten Ding im Abgang nach dem ganzen Gemüsegeschmack, dass es auf der Zunge bitzelt, brennt ein bisschen, ist also an sich schon gut gewürzt. Ich möchte aber trotzdem die jetzt mal probieren in anderen Variationen. Deswegen haben wir hier erstmal unser Tabasco. Das ist immer sehr flüssig. Da nimmt man sich also am besten eine wie die hier. Die hat in der Mitte hier einen Schlitz, da kann man gut das Tabasco reinfüllen.
So, einmal hier mit Tabasco-Füllung. Sieht das nicht gut aus? Passt sogar wahrscheinlich besser dazu als erwartet. Aber diese Sojasauce sowieso so ein bisschen bissig und essigmäßig rüberkommt und Tabasco ja auch von seinem Weinbrandessig lebt, hast du hier dieses Sojasoßen-Feeling, nur halt eine andere Farbe dabei. Jetzt probieren wir gleich mal die Sriracha Hemp Flying Goose mit Hanf. Nehmen wir uns dazu mal einen hier hinten, weil so ein bisschen verloren hier rumliegt. Dampft aber noch ein bisschen, das sieht auf jeden Fall toll aus. Mache hier mal was drauf an dieser Soße. Auch interessante Kombination. Passt gefühlt sogar besser, harmoniert besser mit dem ganzen Dumpling. Ich glaube, wenn ich demnächst scharfe Soßen teste, muss ich mir immer so eine Tüte holen und das machen, anstatt einfach Nuggets. Aber der Aufwand ist natürlich viel größer. Die Nuggets legst du eine Minute in die Mikrowelle, fertig. Sind einfach so Fertigdinger, billig, reicht, schmeckt mir trotzdem gut. Hier 5 Stunden in der Küche stehen, immer den gewünschten Grad abschätzen, den falschen Grad erwischen. Das ist eigentlich nicht die Lösung. Wir probieren mal die rote Flying Goose. Haben wir hier noch so, sieht aus wie ein Müllsack. Dieser kleine Müllsack zusammengeschaufelt. Machen wir jetzt mal hier drauf die rote Flying Goose statt die kräuterliche, ob die anders dazu passt. Schmeckt direkt nach Erde. Aber kombiniert sich auch trotzdem gut. Die 2 Flying Goose passen bis jetzt am besten dazu. Das Tabasco ist dann zu essigartig dafür. Das finde ich bei Pizza und so besser. Aber ansonsten schmecken die Teile auch so gut, was ich einfach richtig stark finde. Hätte ich nicht erwartet. Wir haben natürlich auch noch unsere Mad Dog in der Silver Edition aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Da möchte ich trotzdem auch ein Ding mal davon testen, wie das ist. Nehmen uns mal das, da ist nämlich ein richtiges Loch und in dieses Loch können wir einen Tropfen Mad Dog sicherlich reinfüllen. Der würde reichen, um alle Dumplings zu schärfen, aber wir testen den einen Tropfen an einem Dumpling. So, ein Tropfen hier rein. Das seid ihr im Sitzkissen mit Mad Dog, mit Zimtgeschmack, mit Weihnachtsnote, warum auch immer auf einmal. Gerade weil die innen drin noch warm waren, holt das die Schärfe noch mehr hervor. Ich glaube, ich werde aber diese grüne, weil ich davon noch am meisten habe und die Flasche auch irgendwann mal leer werden muss, werde ich diese grüne wohl nehmen und für den Rest der Dumplings testen. Also ich finde es gut, würde ich auch nochmal kaufen. 8 Panda, I Love Asia, Dim Sum, gefüllt mit Kimchi, Gemüse. Ist wie gesagt so schon scharf, ich probiere nochmal eins ohne. Hat so einen super Geschmack. Je mehr man davon isst, desto besser schmeckt es auch. Jetzt auch, als ich die Soßen weggelassen habe. Es überragt, es überzeugt. Auch ohne irgendwelche komischen Soßen. Trotzdem war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr Dim Sum schon mal probiert? Schreibt es in die Kommentare und ciao. Hallo Schatz, alles Gute!
Wer ist die Braut? Wer ist die Braut? Wo ist die Braut?